Moin Moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 mit dem Bumsfrosch, Hallihallo. mit Isaac, Hallo. Delia, Knorr Nagelpilz, dem Digigamer Hallo. und mir, dem Faktify. So, es ist ein neuer Storyteil draußen. Wir sind hier auch schon im Auge des Nordens, wie ihr seht. Und jetzt wollen wir kurz mal in die Chronik rein. Eisbrutsaga. Und diese Geschichte fortsetzen. Champion, während ihr fort wart, habe ich in den Abgrund der Zeit Mein geblickt. Ton ist heute ganz schön Da ist abgehackt. etwas, das ihr Mein sehen Ton. solltet. Ja. Gibt sich hoffentlich gleich. So. Es sei denn, du hast nach und eine rhetorische Pause eingelegt von Nee. gefühlt 4 Minuten. Nee, hatte ich nicht. Okay. Wenn das so bleibt, dann sag nochmal Bescheid. Okay. So, beratet euch mit Aoin. Da müssen wir also hinten in die Kammer rein. Hallo, Deine Glitzekleine. Wunden sind geheilt. Noch etwas Muskelkater. Kann es kaum erwarten, Bangar den Gefallen zurückzuzahlen. Seine Armee wächst, da immer mehr Char zu seiner Sache überlaufen. Irgendwann wird er nach Norden marschieren und Jormag aufwecken. Tyrianer, die sich mit Altdrachen zusammentun, haben immer schon Unglück gebracht. Die Anwesenden mal ausgeschlossen. Jormags Motive kennt niemand. Nicht einmal ich. Werden sie den Zyklus der Wiedergeburt beenden? Oder bringen sie etwa Vernichtung? Ich habe das Spähbecken nach Antworten durchsucht und dabei Visionen der Vergangenheit nach einer Methode durchkämmt, den Zyklus zu unterbrechen. Ich habe keine gefunden. Doch mir ist etwas Interessantes aufgefallen und ich hätte gern, dass ihr es seht. Ja, stimmt. Man soll ja auch alte Sachen noch mal spielen können, alte lebendige Geschichte. So. Das erste oder das zweite drücken? Ich würde sagen, Einsatztrupp. Stahlschmiede. Okay. Okay. Na, wenn ihr nicht der traurigste Haufen Rekruten seid, den ich je gesehen habe, macht Meldung bei Ich bin ein Centurio Kätzchen. Stahlfänger und holt euch So, jetzt Informationen müssen wir zu eurer erstmal ein paar Arbeit ab. Events machen. Ich laufe mal einfach hinterher. Hinten gibt es extra, wenn man den Champion macht. Ja. Was, Kommen jetzt Champion? bei uns noch welche rein oder sind wir alleine hier jetzt? Ne, wir sind jetzt alleine. Ja, hartnäckige Zeitgenossen hier. Au, au, au. Au, nein. Lass mich doch in Ruhe. Stürmen jetzt ein paar auf den da vorne zu. Ah. Jetzt mal retten. Wow, ich liege. Ja. Was sagt ihr denn, warum sind wir woanders? So, wir hauen den erst so, jetzt
Olli, gehen wir zu den anderen, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber ich habe den ersten Erfolg habe ich schon irgendwas halt getötet ein paar Mal. Ja, dann kann man sich hier auch Munition holen. Wir müssen die Umgebung sauber halten. Und in den Panzer einsteigen, da können auch mehrere gleichzeitig einsteigen. Die Übung so ein bisschen wegballern. Okay. Sie hat Antipersonengranatwerfer vom Allerfeinsten. 10 Azura, eine Granate. Totales Chaos. Muss ich erst die Munition nehmen? Verwendet wo kriegt die Munition? Achso. Achso. Ja. Es steht so eine Kiste. So, ja, ja. Moment. Muss man wie viel soll man aufnehmen? Ja. Das ist ein Hinterhalt! Feuer frei! So, los. Mond nehmen, reingehen. Und ballern. Die Übungspuppen umhauen, ja. Ja, ja. Einfach alle weg. Holz. Das ist ganz wichtig cool auf dem Weg, wenn wir nachher mit dem Panzer hier laufen. Immer umpositionieren. Auf dem Weg. Man kann 60 Einzelschuss und 5 Granaten. Immer wieder aussteigen, Munition. Genau, oder eher immer wieder mal kurz einsteigen, da ist gerade irgendeine Masse, man kann ein paar Granaten reinholzen, wieder raus. Mal. Okay, starten, aber nicht gehen. Zwischendrin immer mal hier so die Typen hier irgendwie Sachen bringen. Auch das wird auf dem Weg immer wieder mal. Ja, diese ganzen Events, die jetzt kommen, kommen ja nachher auch immer. Genau, genau. Okay. Was bin ich ein Idiot? Warum? Warum bist du denn jetzt? Schneewehen, so, oh Schneewehen. Was soll ich denn einsammeln? Schneehaufen oder was soll ich einsammeln? Den Typ zuschmeißen. Schnee ja, das ist fertig. Jetzt nur noch Höhlenpilze und Raub. Zwei Höhlenpilze. Eine Raub hab ich schon. Eine Raupe läuft schon. Ich hab einen Pilz. Ja, ja genau. So, hab ich. Ich hab eine zweite Raupe. Das ist so ein grantiger Pilz. Wenn man den tötet, hat man so einen Pilz mit dem. Pilz to go. Bär. Ja, ich glaube, wir haben alles. Der Sturm wird stärker. Rekruten, Beeilung! Hä? Ich hätte doch den Höhlenpilz eingesammelt. Ja, der Höhlenpilz kommt jetzt. Ist kein Problem. Das reicht. So, bringt jetzt mir, was ihr habt. Hier sammeln. Hier kommen jetzt gleich Tränke. Die schmeißen wir uns alle gegenseitig auf den Kopf. Ja, das sind so Buffs. Lohnt sowieso ein bisschen an. Hoffentlich seid ihr bereit für neue. Habt ihr alle euer Lagerfeuer abgeholt? Im... Ja, hab ich gesehen. Genau, und möglichst viele Leute anhätten. Ja. Also schön alle im Kreis stehen. Sorry, wäre Erfolg für oder so, ne? Ja, so. Alles klar. Wer kann den Monat nochmal aufsappen? Stellt euch die Beförderung schon zu Kopf, Boss? Jetzt, da er Mann was Goldenes Junges ist, ist er ein ganz hohes Tier. Schon gut, schon gut. Lasst uns warum bin ich der Einzige, der in dem Panzer sitzt? Ne, ich bin auch drinne. Alle sind auch drinne. Ich bin auch drin. Ja, ich genau. Komm da gleich so, nach vorne. Ja, da lohnt noch nicht so richtig, aber kann man auch drauf ballern. Macht euch bereit. Die Granaten machen halt wirklich guten Schaden. Ja. Und immer, wenn man drin sitzt, immer wieder sehen, wer Munition kommt, dass man sich aufsappt, ne?
Wo wirst du mit Metallschrott? Und dann liegt überall auch so da? Metallschrott, damit das kann man auf die Panther werfen, wenn der, um den zu reparieren. Okay. So, in Front kommt jetzt ein bisschen was. Ihr seid kaum älter als der Rest von uns. Eine Munitionskiste bringt mehr als die, die Sachen, die ihr nachher findet. Das sind noch so kleine Munitionspakete quasi. Ja, Zwergen bringen mehr wie dieses dunkle Stein. Selbstverständlich, Nika! Adrian geht hoch, da oben. Scharfschützen zu meiner Position. Sieht man so den Scharfschützen, habe ich gerade gesagt, genommen. Wenn man den anschnackt, kann man sich mit dem verbinden und kann dann von oben praktisch snipern. Okay. Ah, da. Das war so ein blödes Jumping-Puzzle-Gedöns vorher machen. Okay, schauen wir mal, ob wir da hinkommen. Versuch mal, ob du das hinten dieses Portal weggeballert hast. Kann ich von hier nicht an, also nicht anklicken. Okay. Oh, doch, da. Los, weg. Ja, sehr gut. Schnappt sie euch. So, Leute, zurück zum Panzer. Reicht das? Ich bin schon drinne. Ich hab keine Munition. Ja, dann raus da, dann nicht im Panzer. Ja. Ja, deshalb bin ich raus. So, von rechts kommen hier nochmal welche. Man kann ja auch fliegen, ne? Kannst fliegen alles, ja. Okay. Metallschrott hat er da gesagt zum Panzer reparieren. Ja, ja, kann man auch einfach so drauf schmeißen, macht auch. Okay. Da links gibt es dann jetzt Munitionskisten, da kann man sich aufsappen, wer verbraucht hat. 5 Granaten und 60 Schuss, ja immer. Ja, so hoch soll man. Aber man kann nicht stapeln, ne? Also es geht nein. Immer. Nee. Okay. Ja, aber ein, zwei so Kisten machen ja nicht voll. So, wenn einer im Panzer sitzt, sonst geht kurz. Oh, und ein Schirm. Ach, erst das Portal hier weg. Reicht das? Habt ihr Spaß da hinten? So dachte ich mir das. Ich denke, ihr habt euch deutlich ausgedrückt, Sender. Weg mit dem Flammenwerfer. Oh, ich hatte gerade erst angefangen. Oh. Eine Munitionskiste. Zack. So Segen nach, wenn ich nicht im Panzer bin, ob ich voll aufmunitioniert bin. Gar nicht. Und in deiner Waffleiste hast du Munition dann bei verschiedenen, ne?
Naja, was ist denn falsch daran, sich die Char sind eins zu wünschen? Da wo auch dein Hut angezeigt wird. Wir sind ein okay. Unabhängiger Trupp, der für eine abgespaltene Legion und einem abtrünnigen Imperator kämpft. Da müsste, wenn es voll wäre, von so soll blau gehen. Ja, okay. Wir sind ein verdammt guter Muss man die Tier-Elementare killen, oder? Oder? Ich hab das noch nicht so oft gemacht. Silber von Dings ist es, also sieht ja richtig. Jetzt mal ganz normal gehen, sieht ja richtig geil aus, die Map hier, ne? Ja. Mit Schwefel oder was es sein soll. Total gut. Ja, das sieht interessant aus. Jetzt kommen erstmal links Gegner und dann kommen hinter Panzer Gegner. Kommt von hinten Telemetare. Genau. Mensch, Stitchy, liegst du wieder rum? Ja, ich bin ausgerutscht. Okay. Alter. Yeah, yeah. Weiß gar nicht, gibt's ja auch hier wo ein Sniper Squad? hier weiß ich gar nicht. Hier ist ein Sniper, mit dem kann man sprechen. Nee. So, ja, da steht's, okay. Das Gewehr von der sieht echt cool aus. Ja, das kann man auch haben. Die ganzen neuen Waffen sehen echt cool aus. Ja. Gebt dem Panzerdeckung Rekruten! Machen wir. Schwert habe ich fast fertig. Das Großschwert oder das normale? Das Großschwert. Das Großschwert sieht auch gut aus. Ja. Ja, die sehen alle gut aus. Also, ich bin echt zu meckern. Ach, ein Tail-Element. Und ein bisschen was. Das sind gute Zutaten für meine Spezialgebräue. Birksblüte. Die ist links oben auf dem Hubbel. Ja, ich versuche schon mal zu laufen. Ich glaube nicht, dass der Panzer durch den Erste Raupe habe ich abgegeben. Wenn wir die Abkürzung durch die Ruinen nehmen, können wir dem Schneesturm ganz ausweichen. Diese Ruinen gehörten den Steingipfelzwergen. Sklavenhalter, Kannibalen, Durchführer profaner Rituale. Wer weiß, welche man sich stehen, du. Hallo. Wem soll man das denn abgeben, diesen Blüten? Diesen Typen mit dem Hinterraum da. Wo am Panzer jetzt, ja. Der rennt hier auch rum und fightet. Ja. Hol die zweite Raupe. Wenn ich jetzt nicht sterbe, verdammt. Genau so wird's auch gemacht. Passt da draußen auf euch auf. Ihr wird geholfen? Okay. Scheiße. Los, fast weg. Streichel, 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 streichel. Ranoa, bringt uns durch die Tür da. Dachte schon, ihr Freund. So, holt jetzt die Raupe, ne? Ja. Ja, wenn ich jetzt bitchige Ecke hochkomme. Sonst der Durchgang ist auch eine Raupe. Ja, ich denk's schon. Okay. Ihr haut ab, warum? Das reicht! Bringt mir, was ihr habt! Eine Fuhre Nicobar Spitz.
War ich ihm jetzt die Raupe gegeben? Ja, eigentlich. Ich habe ihnen eine gegeben. Ja, ja. So, jetzt mal auf und installieren, nebenher die Portale hier kaputt machen. Mal alle konzentriert jetzt hier an das Portal, dass es hier weggeht. Bisschen mehr Stick. Oh, der Panzer hat wenig Leben. Ja, ja. Wohl im Schrott. Ja. Ja, ich auch. Oh, ich bin benommen. Geht wieder. So schön aufsappen. Ja, ich komme ja schon wieder mit Metall. Es gibt ja auch Lebenspunkte-Tränke. Was machen die eigentlich? Ich hatte gerade die Lebenspunkte-Tränke. Die geben uns einen Buff, machen uns stärker. Okay. Kann man ruhig auf Leute draufschmeißen. So, dann jetzt in das Ding hier einsteigen. Und dann hat man da Ziele. Ach, am Tor, ja. Das obere? Ja. So, und jetzt kann man am Tor ziehen mit der 3. Ja. Ich glaub, 3 einfach die ganze Zeit spammen, ne? Ja, okay. Genau. Ja, können wir noch einmal hier stacken für den Buff. Ja. Und hinter uns noch kurz die Feinde wegmachen. Zünder. Ist der Flammenwerfer wirklich nötig? Er ist nicht unnötig. Ja, genau. Oh, geiles LSD hier. Ja, einfach alle hier stehen bleiben, oder? Ja. Und da rechts ist auch noch einer. So, nochmal die andere Seite hier schön einreihen. So, ich hab beide schon oben. Ja, das stackt. So, ein, zwei Leute können mal mitkommen. Ich lauf nach oben mit. Okay. Gut. Komm ich auch mal mit. Irgendwas ist nicht erfreut uns. Hier mit dem Panzer auf den Haufen, auf den ich gerade zulauf, ballern. Noch zu dem Schieber. Bin voll. Hier den Sniper ansprechen. Ah, mhm. Mit der 2 könnt ihr diese Kuppeln von den Gegnern wegmachen. Okay. Kann ich runterfliegen? Ja, ne? Ja. Ja. Also mit den Sniper musst du halt diese Kuppeltypen irgendwie erledigen. Mhm. Was machen wir mit dieser Dunkeleisenmunition? Das ist quasi dasselbe wie die andere Munition, nur ein bisschen weniger. Okay. So, okay, der ist fertig. So, was können wir hier mit Steinkanone? Genau, mit denen hast du einen Schuss. Hau doch ganz gut rein. Ja. Sollten diese Zwerge denn nicht ausgestorben sein? Fragt nicht mich, das war euer Plan. Oh, eine Panzerfaust. Genau. Womit kann ich drauf schießen? Auf alles. Du kannst eh nur einmal benutzen. Das sind einfach zu viele von diesen verdammten Zwergen.
Das ist großartig! Die scheinen nicht lebendig zu sein. Was für eine Art Magie ist das denn? Keine Ahnung. Magie oder nicht, eine Ladung vom Panzer in die Fresse sollte auf jeden Fall funktionieren. Ja, Notwartung abgeschlossen. 50 Mal Panzer repariert. Zack, easy, alle Sniper-Gegner weg. Ja. Bang Muni. Mhm. An der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.